Moonshine Pulle Chicken war gestern. Ihr habt das Problem, ihr wollt kein Alkohol im Pulle Chicken, dann haben wir für dich jetzt die Lösung. Wir machen jetzt ein richtig geiles Pulle Chicken ohne Alkohol, wo die Kinder auch schön mitessen können, aber wo ein richtig leckeres Pulle Chicken wird. Ich würde jetzt sagen, wir fangen jetzt einfach an. Hier haben wir einen Dutch Oven, den stellen wir jetzt nicht auf die Kohlen, auch wenn die da hinten vollkommen durchgeglüht sind. Egal, die brauchen wir gleich. Hier haben wir unsere Hähnchenbrust, ein paar Gewürze, die genauen Mengenzutaten, was er braucht. Seht ihr jetzt, hier kommt ein Banner www.mgbarbecue.de. Da könnt ihr alles nachlesen. Der Gordon macht's für euch. Meistens auf dem 4,5er Dutch Oven. Hier haben wir ein paar Zwiebeln. Richtig leckere Barbecue-Soße. Richtig leckere Barbecue-Soße. Ich weiß, viele würden jetzt sagen, ah, sagt doch mal, welche Barbecue-Soße ihr nehmt. Ja, könnt ihr machen, aber es hat jeder einen anderen Geschmack. Nehmt die Barbecue-Soße, eure Lieblings-Barbecue-Soße, das ist die perfekte. Jetzt nehmen wir die Zwiebeln und legen die einfach unten hin. Wie beim Pulled Pork, wie beim Pulled Chicken, wie wir es jetzt auch machen, dass einfach unsere Hähnchenbrüste nachher nicht schön verbrennen. Nicht schön verbrennen, einfach nicht verbrennen. Es muss, ist egal, ihr könnt auch den Anschnitt nehmen von der Zwiebel, das verfällt nachher alles komplett und dann wird es richtig schön. Schön, geil. Und bevor wir unsere Hähnchenbrüste da reintun, müssen wir die dann natürlich würzen. Hier haben wir eine schöne Trilogie, Salz, Paprika und brauner Rohrzucker. Und da fangen wir jetzt einfach ein bisschen an zum Salzen. Das klatschen wir schön an. Dann drehen wir das Ganze um. Ein bisschen Laster drin. Jetzt nimmt er die Brüstchen, touchen natürlich ein bisschen fest. Jetzt legen wir die einfach rein. Einfach schön verteilen. Es reicht einfach 4 Stück. Merkt ihr könnt auch mehr nehmen, wie ihr wollt, aber ich finde 4 bedecken schön den Boden. Jetzt nehmen wir unser braunen Rohrzucker und packen den einfach hier drüber. Nehmen unsere Barbecue-Soße. Eurer Wahl. Ich weiß, jetzt sieht es nicht mehr so geil aus, aber die restlichen Zwiebeln, die schmeißen wir natürlich nicht weg. Wir stellen das jetzt so drauf, gucken dann mit der Flüssigkeit, schauen mal, wie viel die Zwiebeln ausgeben und schütten dann gegebenenfalls Gemüsebrühe. Das verbrennt hier nur. Wenn du ganz zarte Hitze machst. Keine Chance. Okay. Ihr merkt jetzt, der Gordon plappert ja immer dahinter. Der muss ja immer seinen Senf dazugeben und er sagt ja immer, wie toll er das macht. Das ist mir jetzt scheißegal. Das legen wir jetzt ohne Flüssigkeit da drauf. Das machen wir jetzt einfach so. Gordon hat es diesmal nicht recht, ich tue das ohne Flüssigkeit drauf und ihr seht das Resultat, ob das funktioniert oder nicht. Ich gucke natürlich später noch rein, ob ich Flüssigkeit nachkippen muss, aber das mache ich natürlich mit Widerwillen. Wahrscheinlich muss ich es so tun. Natürlich wir machen jetzt aber. Das tun. Jetzt sei einfach mal ruhig. Ja, das muss tun. Du hast dein Kack-Mikrosch wieder an. Richtig. Jetzt fangen wir nämlich an, wir brauchen mittlere Hitze. Weil das ganze Pulled Chicken braucht jetzt ja mindestens 2-2,5 Stunden. Das wird ja ganz langsam vor sich hingegart. Also guckt ihr so eine Temperatur, 140, 150 Grad, aber ja nicht mehr. Und da müsst ihr jetzt natürlich die Kohlen verteilen. Die genaue Kohlenverteilung gibt es hier auch von uns ein Video. Da könnt ihr einfach draufklicken. Da gibt es für jede Größe im Dutch Oven ganz einfach erklärt. Da könnt ihr einfach schauen, was, wie viel Kohlen, wie viel Temperatur ihr wollt. So viel Kohlen packt ihr rein, könnt ihr ausrechnen. Ganz, ganz einfach gemacht. Das macht ihr jetzt, klickt da drauf. In der Zwischenzeit verteile ich jetzt die Kohlen. Ich habe jetzt extra mehr Kohlen drauf packt, weil ihr könnt jetzt natürlich auch schauen und denken, ach ja, guck mal, der packt hier 25 Millionen Kohlen da drauf. Nö, ihr guckt jetzt das Video an und dann schreibt ihr bitte in die Kommentare, wie viel Kohlen auf den 4,5er Dutch Oven. Wir wollen eine Temperatur von 140 Grad. Ihr schreibt mir jetzt drunter, wie viel Kohlen unten und wie viel Kohlen oben. Und wir warten jetzt 2,5 Stunden oder 2 Stunden und dann sehen wir uns wieder. 2,5 Stunden sind rum. Mir wird es auch richtig kalt. Mittlerweile ist ja November. Es wird echt frisch. Und dann ist wohl das hier eigentlich zu ist, aber trotzdem. Es wird einfach nicht mehr schmeckelass warm. Aber jetzt würde ich sagen, wir gucken jetzt mal rein. Wir haben vorher mal reinguckt und jetzt kommt das Geile. Jetzt kommt das absolut Geile. Wir haben keine Flüssigkeit nachgeschüttet. Haben wir einen nachgeschüttet? Nein. Also ihr merkt das. Nein. Genau. Das kotzt ihn schon ein bisschen an, aber gut, ist halt einfach so. Und jetzt guckt euch mal da rein, was die Zwiebeln einfach abgegeben habt. Wir haben. Abartig, ne? Siehst du was? Sehr gut. Leider ja. Kommt nur aus den Zwiebeln. Nichts anders. Zwiebeln, Barbecue-Soße. Und das ist diese Soße. Jetzt holen wir das ganze Ding hier runter. Und jetzt würde ich einfach sagen, wir rupfen das Ganze. 2 Gabeln. Ihr könnt auch so Claws nehmen, wie ihr es braucht. Und jetzt
Guckt euch mal, zack, wie das verfällt. Guckt euch das an. Mega geil. So zart. Das verfällt einfach. Und bitte schüttet die Flüssigkeit einfach nicht aus. Die gibt einfach nur der Kick, der Geschmack. Verrupft die Zwiebeln einfach mit. Und ihr kriegt ein richtig geiles Pulled Chicken. Guck mal, und jetzt ist die Flüssigkeit so gut wie fast weg. Und alles gescheit durchrupfen. Und dann ist die Flüssigkeit genau richtig. Sehr geil. Guckt euch das an. Und jetzt würde ich aber sagen, jetzt macht der Gordon noch ein paar geile Bilder. Und dann, na, da ist noch ein großes Stück. Kommt er vor die Kamera und dann wird probiert. Ich hasse ein bisschen. Aber zum letzten. Ich hasse, wenn der Bengel recht hat. Regt mich so auf. Jetzt mal ein Foto, komm. Ganz ehrlich, das regt mich so auf. Achso, guck mal. Kriegst du hier die Gabel? Danke. Und dann kann man schnabulieren. Jetzt ist es soweit. Na, guck mal, zart ist es auf jeden Fall. Absolut. Sehr, sehr geil. Einfach ehrlich, mit ein bisschen Süße dann. Mhm. Vom Zucker und von Zwiebeln. Mir persönlich fehlt jetzt noch ein bisschen so ein bisschen ein Kick so vom Rauchigen oder vielleicht Süße von der Barbecue-Soße noch ein bisschen mit dazu. Das wäre noch ein bisschen geiler. Also ich finde es jetzt fast ein bisschen zu lasch. Genau. Also da könnte noch mehr Barbecue-Soße rein, wie der Gordon so sagt. Für Kinder absolut geeignet. Definitiv. Könnt ihr machen. Da ist nichts übertönt an die gewürzige Geschmäcker. Aus der Hand. 100% genau. Wette mit euch. Aber nehmt noch Barbecue-Soße einfach nur mit dazu und dann könnt ihr es reintunken. Ihr könnt es auch ganz einfach machen. Ihr nehmt das ganze Pulled Pork, Pulled Chicken, tut es in eine Schüssel rein, packt da richtig eine Flasche Barbecue-Soße drauf, matscht das richtig durch und dann habt ihr so der Kick. Machen die meisten im Foodtruck draußen auch. Oder was mir richtig gut vorstellen könnte, auf dem Burger. So ein Pulled Chicken Burger, das als Grundlage und dann noch ein bisschen Guacamole drauf oder sonst irgendwas. Genau. Das passt wahrscheinlich auch richtig sehr gut. Aber einfach und schnell gemacht. Genau. Und auf das kommt es nämlich darauf an. Und so sind nämlich viele Dutch Oven Gerichte. Wenn du noch ein richtig geiles Dutch Oven Gericht sehen willst, dann schaust du einfach mal hier vorbei. Hier haben wir dir so eine Playlist erstellt. Kannst du alles nochmal nachgucken. Wir würden uns mega freuen, wenn dir einfach nochmal was richtig Cooles gefällt. Und du schaltest dann am Dienstag, am Donnerstag und am Sonntag wieder ein. Und zwar, wenn es wieder heißt, MG Barbecue.